Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Dead by Daylight. Wir spielen heute wieder eine Runde Survivor. Denn ich muss sagen, zurzeit macht mir Survivor-Spielen echt Spaß. Auch wenn es hin und wieder noch hakt und ich ein bisschen fail. Aber hey, ich bin kein Profi und ich denke, ich werde auch keiner. Als Ausstattung habe ich wie immer meinen Werkzeugkoffer dabei, den kann man immer brauchen. Und als Talente Segen Schattenschritt, Segen Kreis der Heilung, Hart im Nehmen und Niederwill. Und ich muss sagen, es lief eigentlich relativ gut. Für das, dass die Map für Survivor, denke ich mal, relativ schwer ist. Und bis auf das Geklicker der Taschenlampe hat mich auch nichts genervt. Und ja, das war ein Survivor. Und ich war selber ein Survivor. Aber sonst hat es recht gut funktioniert. Aber hey, genug gequatscht. Seht euch die Runde an, die war gar nicht so schlecht. Los geht's. Okay, dann mal auf in die Schlacht um die Generatoren auf eine echt scheiß Map. Die ist voll für den Killer. Ein Totem? Nope. Och. Oh Gott. Wo soll denn hier ein Totem sein? Moment. Das war wohl Iron Maiden. Was klar ist, weil es ist eine Jägerin. So gut wie jede Jägerin nimmt Iron Maiden. Ich brauche ein Totem. Da ist es nicht. Ui, da ist sie. War klar. Flucht. Ich hätte noch gern einen Totem. Toll. Nur so nebenbei, den hat sie gleich erwischt wie dich. So, wieder heil und oh, Totem. Yay. Und segnen. Oh Gott. Die kommt in meine Richtung. Oh oh. Das wird sowas von daneben gehen. Ja, oder auch nicht. Ah, setzen wir uns mal hier hin. Huch. Da hat die Maus kurz wieder gehakt. Sieht schlecht aus im Grunde. Ein Generator, zwei Haken. Könnte besser gehen. Die flog ganz knapp an mir vorbei, ey. Wow! Hey!
Genau, bewirf die und nicht mich. Ich hab echt Schisse. Ich hab nur die Axt durchs Bild fliehen sehen. Gute Idee, wieder hochzugehen und den Generator zu machen. So. Der ist auch gleich fertig. Perfekt. Christi. Da kommt sicher gleich eine Axt geflogen. Oder auch nicht. Okay, sie hebt ihn auf, also kommt keine Axt geflogen. Yeah. Ja, das war zu erwarten. Aha. Wo ist sie? In der Nähe. Ist sie von dort? Ja, okay. Sie kommt von dort. Oh, oh. Wäre echt cool, wenn du wegrennen würdest, Mittele. Dann könnte ich. So, bist wieder heile. Abhauen. Ciao! Was machst denn du hier? So, wo könnten noch Generatoren sein? Einer könnte noch da drüben sein. Einer da. Hi! Die läuft, glaube ich, eine Ehrenrunde. Ja, die läuft mehrere Ehrenrunden. Gleich kommt sie wieder. Oder auch nicht. Totem? Ja, aber wir haben ja Nummer 1, stimmt ja. Ich sehe dich. Oh oh. Da hat sie sie erwischt. Die kommt 100%ig zu mir. Das war klar. Hmm.
La Petite da drüben. Jagt sie dich oder rennst du nur zum Spaß hin und her? Okay, die jagt dich. Ah ja, la 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 la. Komm bitte nicht zurück. Da hat sie sie erwischt. Und da hängt sie am Haken. Ganz schlecht. Ja, das war irgendwie zu erwarten, dass der noch geschlossen ist. Alter, wie lange dauert denn das Zeug hier? Abhauen. Nein. So, verfolgt sie mich? Scheint so. Was liegt denn hier? Eine Karte, will ich nicht. Ja, was wird denn der? Ja. Alter. Hast du einen Schatten? Lass die Scheiße. Oh Gott. Eine Intelligenzbestie von gleich null. Lass du das? Das Geklicke ist echt fürchterlich. Normalerweise sollen sogar Leute aufgehängt werden. Ja, rennt neben mir vorbei, ganz cool. Lass das Geklecker. Was sind denn die Tore? Einer dort, einer da drüben. Alles klar. Nimm den da drüben. Muss ja der Killerin nicht glauben, oder? Da, 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 da. So. Da wird noch wer verfolgt oder auch nicht oder doch, der wird noch verfolgt. Oder wollte sie schlagen lassen, damit sie rausgehen? Naja, auch okay. Also, Abmarsch. Na, lief ja gar nicht so schlecht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Ach ja, und
Lass das Geklickere. Das nervt. Ciao.